Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Koppelt und unser Thema heute Wisley Garden Tour. Ich befinde mich im Garten Wisley der Royal Horticultural Society und mache einen Rundgang. Das letzte Mal war ich hier vor 2 Jahren und es gibt immer wieder Neues zu sehen. Zum Beispiel hier den Klimagarten im Gewächshaus. Dahinter gibt es ein neues Education Center, auch für Jugendliche und Kinder. Im Vordergrund ein kleiner See und eine wunderbare sommerlich-herbstliche, in Rottönen gehaltene Staudenpflanzung. Dazwischen immer wieder auch Hydrangea paniculata. Das hat meinen Begleiter Robert Meierhofer, unseren Betriebsleiter, sehr interessiert, der gerade dabei ist, ein Sortiment an guten, am einjährigen Holzblüten Hydrangea-Sorten zusammenzustellen. Kleiner Rundgang hier, wie gesagt, die Staudenpflanzung in den Rottönen. Dann der alte Garten, sehr windig hier heute. Dann eine der Alleen mit den Mixed Borders, fantastisch zu sehen, rauf zum Hügel, runter vom Hügel Richtung Gewächshaus. Wunderschöne Staudenpflanzung. Dann hier ein neues Arboretum im Entstehen. Ein wunderschöner, allerdings etwas lädierter Eichenbaum. Im Ganzen, wie gesagt, in Wisley gibt es immer wieder etwas zu entdecken. Wir werden heute noch viel sehen, vielleicht auch nochmals das eine oder andere Video drehen. Das war aber ein erster Eindruck zum Garten der Royal Horticultural Society in Wisley. Wie immer, glauben Sie nicht alles, was ich Ihnen erzähle, und gärten Sie um Gottes Willen weiter.